Zerre! Benjamin, du blöder Elefant, du hast die ganze Dornbeise brand. Benjamin, wir wollen die Schacke sehen und frage uns, wo wir halt dringend gehen. Oh, ei Gude, ich hab euch gar nicht gehört. Ich bin's, der Karl Krab, quasi der Chef von dem Ladeton. Und ich erzähl euch heute vom Clan Benjamin Bierschiss. Also, jetzt mal aufgepasst, schön die Lausche gespitzt, dann sag ich, ab geht der Hans-Peter, oder? Los geht's, Abfahrt. Die Geschichte fängt oben mit einem ganz hibbeligen Päckchen beim Bauer Karl auf dem Hof. Ei Gude, Karl, was hiebt dann das Päckchen durch die Gegend? Ich glaub, das los geht. Ah jo, was war's denn nicht, was da los ist? Was hast du bestellt, Karte? Wäre ein Elektroschrott bei Amazon am Schwarzen Freitag, hä? Du bist doch so ein Kandidat. Ich mein grad, ich hör irgendwas. Lass mal aufrobben, den Scheißdreck. Machen wir gar nicht lang den Rimm, den ich sage, oder? Oh, pass bloß acht, Mensch. Was ist denn das? Ei, Gude. Was ist denn das für ein dicker Gaul? Den hab ich aber nicht bestellt, Karte. Und? Wie läuft's auf der Erwin? Ich kann mich nicht beschweren. Das ist aber ein goldischer Gaul. Ach du liebe Zeit, ich bestell nichts mehr bei eBay. Da hat mich wer ahne, wer's kreuz gehauen, das ist doch kein Gaul nicht, das sieht man doch. Oh Jesus. Den schick mir aber nicht zurück, oder? Das Vieh geht direkt zurück. Na, no, den behalten wir. Alla gut, aber dann passt du auf das Vieh auf. Jawohl, so machen wir's. Ewe, pass mir bloß auf, das ist voll ganz schön gefährlich. Ach, schön verrückt, wir gehen noch nicht trinken. Bierchen? Da steht ich, Ewe, es gibt Leute, die wissen halt noch was schaffen. Du bist ein kluger Kerl, weißt du? Ich glaube, ich nenne dich einfach Benjamin Bierschiss.